Hallo alle miteinander, wir sind zurück bei Mario Kart DS und wir gehen heute in den Singleplayer und in die Singleplayer-Missionen. Wir gehen ins Level 1 und ihr habt mir gesagt, lieber Cornelius, bitte höre mir zu, wenn du überall einen Stern holst, dann kannst du etwas freischalten und das werden wir natürlich tun. Genau, ich muss durch 5 verschiedene, was stand da? Hier, sag mal schnell, Tore fahren, Tore oder so, keine Ahnung. Ist das der Gasknopf? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Alter Witzka. So, das war Tor Nummer 1. Da ist ein Pilz auf dem Boden für uns. Wunderschön. Wir haben da versucht zu driften. Hat nicht ganz so gut funktioniert. Tor Nummer 3. Ich glaube, so spielt man das nicht. Tor Nummer 4 und... Tor Nummer 5. Dankeschön. Mission complete. War das ein Stern? Das war ein Stern, aber... Ein richtiger Stern. So ein richtig, richtig, richtig schöner Stern, weißt du? Den hast du dir verdient. Da gehst du abends nach Hause. Da bist du glücklich. So, ich habe gar nicht... Ich glaube, wir müssen alle Münzen aufsammeln. Okay, gib mir einen Turbo-Start. Nice. Und dann habe ich einen verpasst. Habe ich zwei verpasst. Sind da hinten noch mehr? Sind da hinten noch mehr? Muss ich eigentlich... Ich will halt eigentlich schon driften, ne? Weil, ja, ich... wir starten mal kurz neu, denn hier, es gibt nur 15 Münzen. Das heißt, wir müssen alle einsammeln. Das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Das ist ein Fehlstart, ja. Wollen wir trotzdem probieren? Ja, mal gucken, was ich für einen Rang kriege mit einem Fehlstart. Das ist doch interessant. Ich habe eine Münze verpasst. Ich weiß nicht genau. Vielleicht sollte ich die erste Kurve nicht driften. Ich finde auch, es ist halt... Ich weiß nicht so genau. Mir fällt keine richtige... Upsa. Mir fehlt keine richtige Ausrede ein. Deswegen lasse ich es jetzt einfach mal und sag so... oh Mann. Ich komme halt nicht richtig in die Kurve rein, weil die vierte Münze, die liegt irgendwie richtig dumm. Die liegt irgendwie... Och, leckt mich doch am Popoloch. Alle Jahre wieder. Leckt mich doch am Popoloch. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Und die goldenen Lieder. Oh mein... Mann, was mache ich denn hier? Es tut mir leid. Irgendwie... Hä? Ich glaube, mein Knopf ist kaputt. Ich habe keine Ahnung. Könntest du damit aufhören? So, und jetzt kein Fehlstart. Ja, danke. Danke, danke, danke. So. Wir fahren. Oh mein Gott. Alter, warum ist das so schwierig? Ich komme gerade nicht richtig rein in die Mission. Ich meine, ja, man kann in Kurven schon driften, klar. Aber dann muss ich auch die Münzen irgendwie, ja, kriegen. Alter, willst du mir auf den Sack gehen, Peach? Das sind 3 Sterne, oder? Das ist Rang B? What? What you say? In der zweiten Mission fail ich einfach mal wie der letzte Mensch. Okay, wir machen einen langsamen Start. Vielleicht kommen wir dann besser in die Kurve reingedriftet. Ich kann nichts machen. Ich weiß nicht. Vielleicht muss ich in der Münze anfangen zu driften und nicht vorher. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich dann da vernünftig irgendwie in die Kurve reinkomme. Also ich quasi so mache, genau. Ah, oder nur so andriften. Ah, andriften war eine gute Idee. Und jetzt können wir hier durchziehen. Und dann hat er die. Und die und die und dann die letzte Münze. Dankeschön. Mission complete. 2 Sterne. Das ist wunderbar. Sehr nice. Okay, wir gehen weiter. Destroy. Was muss ich kaputt machen? Ah, die Itemboxen. Ja, ja, die mache ich kaputt. Das sollte kein Problem sein. Da fragt man sich, was ist der Unterschied zu den Münzen? Ja gut, es gibt hier Pilze dann noch. Ja, ja, okay. Es gibt schon einen Unterschied, klar, aber es ist im Grunde wie Münzen einsammeln, nur mit Pilzen. Das ist... Macht es natürlich ein bisschen schwieriger, ne? Bei dem Tempo musste erstmal irgendwie diese Itemboxen treffen. Das ist ja fast schon unmöglich. Und go, 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 go. Mission complete, man. Und das sind 3 Sterne. Heide Witzka! Meine Güte, das ist ziemlich nice. Merci beaucoup. Eins, Nummer 4. Ich lese mal nicht den Text, aber ich glaube... Was muss ich hier machen? Oh, ich glaube, ich muss die Cheep Cheeps treffen. Ah, ich muss die töten. Genau. Ja, das ist schwierig. Das ist gar nicht mal so einfach, weil... Die halt die ganze Zeit so rumhüpfen. Als ob ich die nicht getroffen hätte. So, okay. 3... 4. Okay, das war am Anfang ein bisschen faily, aber ich... Ja, 3 Sterne. 3 Sterne, weil das gar nicht so einfach ist. Und ich glaube, ich habe das richtig gut gemacht, Leute. Naja, ja.
Ich persönlich, also ich meine, ich habe die Mission hier in dem Spiel noch nie gespielt, ne? Und das ist jetzt das erste Level. Das erste Level ist mit Sicherheit auch relativ einfach. So mein allererster Eindruck, den ich an euch bringen kann, ist einfach, um ehrlich zu sein, diese Missionen sind extrem geil. Es ist natürlich mega kurzweilig, ne? Das ist halt hier 18 Sekunden und wir haben eine Mission fertig. Also, das ist halt jetzt nicht unbedingt das Krasseste der Welt, womit man jetzt Stunden um Stunden verbringen kann. Aber ich muss ehrlich gestehen, das macht wirklich, wirklich eine Menge Spaß. Und ich bin froh, dass es das gibt und dass es so zum Mal spielen auf jeden Fall vollkommen, es ist wert. Es ist auf jeden Fall wert, dass das Bestandteil in diesem Spiel ist. So, wir müssen hier einfach rückwärts aus dem Haus rausfahren. Auch eine richtig lustige Mission. So richtig dumm eigentlich. Ich meine, wir fahren jetzt nur noch geradeaus bis da hinten. Gut, hier kommt noch einmal eine Kurve. Ne, kommt gar keine Kurve mehr. Da fragt man sich, wieso haben sie die Ziellinie nicht weiter vorne gemacht? Damit es jetzt nicht ganz so, sich nicht ganz so lang zieht. Aber, naja, jeder wie er mag. Ich glaube, wir machen sogar 2 Level pro Part, oder? Das dürfte passen. Dann haben wir Mario Kart DS gar nicht mehr so lange hier am Stissel, wie wir dachten. Aber das ist vollkommen in Ordnung. So, ich benutze hier mal... Scheiße. Ich wollte sagen, ich benutze hier die Pilze mal auf der Gerade, damit wir in den Kurven in Ruhe driften können. Hat dann nicht ganz so gut geklappt. Ich musste hier jetzt einmal den Rückwärtsgang einlegen. Ich bin sehr gespannt, ob das dazu führt, dass... Okay, wir haben noch einen Stern geschafft. Obwohl wir einen kleinen, großen Fehler hatten, ne? Einen kleinen, großen Fehler. Ach ja, das ist schon in Ordnung. So, schöner Start. Wunderbar, haben wir gut getroffen. Habe ich euch doch gesagt. Habt ihr mir nicht vertraut, hä? Dachtet ihr, ich mache einen Fehlstart? Mache ich nicht. Hallo Mario, wie geht es dir? Du bist ein kleiner, süßer Kaktus. Du bist so klein und wunderschön. Und wenn du ein Kaktus bist, dann bist du ziemlich blöd. Ole. Ole, 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 ole. Ole, ole, ole. Ich muss einfach eine Runde fahren, oder was? Ach so, ich dachte gerade die ganze Zeit, was soll ich denn tun? Nee, ich glaube, ich musste eine Runde fahren und ich glaube, hier bei der Mission war das so, du musst eine bestimmte Anzahl an Drifts machen. Boah. Benutze Pilze, um ihn um ihn einfach von der Stage zu knocken. Ihr kennt das Spiel bestimmt. Der Big Bully, grüß dich, kleiner Mann. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Big Bully am Start. Man of the Match, Big Bully. Oh, schöner Turbo-Start. Entschuldigung, ich... Ah, Mann, ey. Ich habe Bremse und Item-Einsätzen vertauscht. Warte, Mann, ich will immer mit den Schultertasten bremsen, weil das irgendwie... Das ist bei Rocket League auch so, glaube ich. Und? Reicht das schon? Yeah, man, da ist er down. Vielleicht reicht das sogar für einen Stern. Ich bin mir nicht ganz... Ja, locker. Locker easy. Man kann da echt noch einiges failen, um trotzdem irgendwie die Sterne zu bekommen. Sehr schön. Das war schon mal ein schönes erstes Level. Was müssen wir machen? Müssen wir die Kisten kaputt machen? Er sieht danach aus, oder? Er sieht danach aus. Ja, ja, ja. So, dann ist da eine Kiste. Dann ist da unten eine Kiste. Guck mal, da ist auch eine Kiste. Das bedeutet, wir machen das so. Dann fahren wir im Rückwärtsgang an die Kiste dran. Es wäre schön, wenn wir die... Ich kann die nicht im Rückwärtsgang kaputt machen? Das hat mir keiner gesagt. Weil, ohne Spaß, Leute, das war die perfekte Idee. Das war die perfekte Idee. Ich denke, das war die perfekte Taktik, um diese Kiste kaputt zu machen, die im Rückwärtsgang halt als zu zerstören. Ja, es geht im Rückwärtsgang nicht. Haben wir hier gerade auch nochmal gesehen. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, das ist jetzt keine gute Runde, aber ich probiere die trotzdem mal zu Ende zu fahren. Was? Das Problem ist halt, du kannst hier so schlecht drehen. So. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das für einen Stern reicht. Das war ja schon ziemlich langsam. Ziemlich schlecht. Ich bin gespannt, ob das noch irgendwas wird. Ich habe eine... ja gut, jetzt wird es auf jeden Fall nichts. Jetzt bin ich gespannt... meine Zeit läuft gleich aus. Ah, Heidewitzka. Okay, das war ein Reinfall. Ja, Rang B. Das war, hätte wahrscheinlich dann auch vorher nicht gereicht. Wir machen es einfach nochmal. Das passt schon. Ich habe gelernt. Ich habe gelernt, ich muss einfach genug Schwung haben. Und rückwärts geht nicht. Ja, ja.
Ist doch in Ordnung, ist doch in Ordnung. Das wird alles schon, Wario. Das kriegen wir hin. Wenn du und ich, wenn wir beide daran glauben, dann können wir das schaffen. So, wunderschön. Jetzt einfach hier kurz fahren. Genau, dann machen wir die kaputt. Dann fahren wir hier rückwärts raus, Wario. Ohne runterzufallen. Ich glaube, da verlieren wir am wenigsten Zeit für. Weil drehen mit dir ist echt schwierig. Du bist schon ein kleiner Wonneproppen, ne? Und da eine Drehung, das ist halt ein Wendekreis wie beim LKW. Ist halt schwierig. Ist ein schwieriges Unterfangen mit dir, Wario. Und dann haben wir noch hier vorne rechts die letzte. Und dann haben wir es geschafft. Und das sind 3 Sterne. Locker. Locker easy. 2. Oh. Ich hätte mich über 3 gefreut. Und ich hätte auch ein bisschen damit gerechnet. Aber ich nehme auch 2. Ist doch alles easy peasy in der Hüfte. Ist doch vollkommen in Ordnung. Da brauchen wir uns jetzt nicht drüber streiten. Da brauchen wir uns nicht drüber streiten, liebes Spiel. So, ich muss einfach die Münzen einsammeln. Ich mache das bei den Münzen einsammeln jetzt einfach. Hä? Ich habe eine Münze verpasst. Wo denn? Hinter mir! Wie gemein ist das denn? Du musst erstmal nach hinten fahren und dann kannst du nach vorne fahren. Was für ein... Ja, und hier sollte man dann wahrscheinlich eher so driften. Kann ich nicht. Ich weiß nicht genau. Ich verliere immer die letzte Münze, wenn ich in der Kurve driften will, weil ich da einfach direkt so stark einlenke. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. So, das sollte reichen für 1 Stern, oder? Das sind sogar 3 Sterne. Ja, was willst du da noch falsch machen? Das ist ja geschenkt, ne? Da kannst du ja gar nicht. Ich bin ja noch nicht mal gedriftet. Ich meine, ein richtiger Pro-Gamer kann das bestimmt noch mal einige Sekunden schneller. Also da finde ich die Sternanzahl, die da vergeben wurde, nicht ganz so optimal. Ja, fangen wir noch mal neu an. Das war durch Tore fahren. Ich dachte, ich muss hier Drifts machen. Ich habe gar nicht gelesen, wieder was hier von mir gefragt wird. Aber durch Tore fahren, das sollte ich schon hinkriegen. Wunderschön. Oh mein Gott. Ah, der ist gar nicht mal so... Das war gar nicht mal so einfach, ne? Da musst du erstmal sehen, oh, da liegt ein Pilz. Da muss ich übers Offroad fahren. Das ist, kann man schon mal machen. Da liegt auch ein Pilz. Den nehme ich aber nicht mit, damit ich hier selbst gut die Kurve kriege. Hier liegen überall Pilze. Aber ich glaube, das war trotzdem sehr gut gefahren. Ich habe, 3 Sterne. Ja, das ist es, das ist es. Da lag zwar ein Pilz bei dem, also der letzte Pilz, den hätte man mitnehmen können, glaube ich. Aber den Pilz, den ich davor weggelassen habe, der lag halt vor der Kurve und ich habe die Kurve aber wunderbar mit beim Drift bekommen. Deswegen, ich glaube, dass das schon vollkommen in Ordnung war so. Ja, hier ist das Thema ganz klar, wir müssen die Itemboxen fangen. Geht relativ nice. Ja. Okay, wunderbar. Ich glaube, da haben wir ein bisschen verloren am Ende. Ja, sind nur 2 Sterne. Am Ende habe ich die letzte Box habe ich nicht perfekt bekommen. Aber das passt schon. Das ist in Ordnung. Ich muss 20 Münzen einsammeln. Das, sollten wir hinkriegen, glaube ich. Schauen wir mal, Peach, ne? Ja, das ist ein Fehlstart. Heide, Heide, Heidi. Heidi. Peach, Heidi. Der Zweitname von Peach ist übrigens Heidi. Das wussten viele nicht, aber ja, ich sag's euch gerne. So. Ich bin jetzt trotz Fehlstart einfach mal losgefahren und es reicht. Ja, und dann ist auch in Ordnung. Ich bin trotz Fehlstart einfach mal losgefahren, um mir die Strecke anzugucken, um einfach zu schauen, ja, wie sind die Münzen hier verteilt, wie genau funktioniert das. Wenn das jetzt nicht gereicht hätte, meine Güte, klar, dann hätte ich es halt nochmal neu gemacht. Ach so, warte mal. Ach. Ich dachte, ich muss die Itemboxen zerstören. Ich muss die Pokés zerstören. So. Ups. Das ist gar nicht mal so mega einfach, ne? Das ist gar nicht mal so mega einfach. Hallo Fliege, wie geht es dir? 3 Sterne. What the fuck? Ich dachte eigentlich, ich bin mega schlecht. Okay, wir müssen die Tore durchfahren. In der richtigen Reihenfolge. Ah, ich habe keine Ahnung, ob das schwierig ist. Oh, oh. Oh, das ist schwierig. okay, wir haben es gut gemacht. Das einzige Problem, was ich gerade sehe, ist, wir haben ein Item liegen lassen. Was halt ein bisschen doof ist, aber... Meine Güte!
So, Nummer 6 dürfte das sein. Ja. Ja, da haben sie mich kurz ein bisschen verwirrt, aber kein Problem. Das haben wir hingekriegt alles. 8. Und jetzt noch zweimal. Go, go, go! Nummer 9 und Nummer 10. Wo bist du? Da oben. Ah, da oben. Oh, habt ihr gesehen, wie ich den Turbostreifen. Wie ich den Turbostreifen da richtig mitgenommen habe. Unfassbar, Alter. Unfassbar. Oh, Babypark. Babypark ist durchaus eine meiner Lieblingsstrecken in ever. Ich muss 3 Runden fahren. Der Punkt, ich hätte es noch schaffen können. Ich weiß nicht, ob ich da noch einen Stern bekommen hätte, aber ich schätze schon. Der Punkt ist der, du musst hier 6-mal einen Drift ziehen. Und diese Drifte, du hast halt 3 Runden. Das heißt, jede Kurve ein Drift und dann ist es halt gemacht. Ja, jetzt habe ich den Start auch verpasst, aber ist egal. Wir machen jetzt einfach mal hier Chili Vanilli. Einfach hier einen Drift, wunderbar. Du kannst halt auch hier dann so einen Drift ziehen, weißt du? Das ist halt kein Problem. Also das heißt, du musst nicht unbedingt jede Kurve schaffen. Habe ich jetzt in dem Fall da zum Beispiel nicht. Weil du kannst sie auch auf der Geraden ziehen. Das ist nicht das Problem. Aber naja, das passt schon. So. Nummer 5. Sehr nice. Und die 6. Nummer 6 so. Schweck so. Und dann haben wir es geschafft. Bam. Mission complete. Ah, 2 Sterne. Ist okay. Ich weiß nicht. Ja, doch, ja. Ja, dann kann man besser fahren, bestimmt. Und jetzt Hit 3-mal mit Shells. Ah, mit Panzern. Wir müssen also sein Auge mit Panzern abschießen. Alles klar, Irock. Ich will dir nicht wehtun, aber ich muss es tun. Ja, es ist meine bürgerliche Pflicht. Es ist meine Pflicht als Bürger dieses Landes hier. Ja, Pilzland oder so. Nummer 1. Muss ich beide Augen 3-mal treffen? Nee, ich glaube nicht, ne? Einfach insgesamt 3-mal. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr euch... Ja, das war nicht so nett. Ich wollte gerade fragen, ob ihr euch vielleicht umdrehen könnt. Ja, das habt ihr dann auch getan, was nett ist, aber... Dass ihr dann so auf mich einschlagt, ne? Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, entspannt euch. Hallo. Wer macht jetzt das Auge hoch? Beide. Wunderbar. Nice. Gut, das waren die ersten beiden Level. Ich muss jetzt mal gucken. Ja, ich habe noch einen Stern bekommen. Das waren die ersten beiden Level. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen dann weiter im nächsten Part mit Missionslevel 3 und 4. Also, oder Welten oder was auch immer. Das macht mega viel Spaß. Ich bin begeistert und ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.